Hallo, liebe Elliot Weber, hier ist der Frank Schuh von Elliott Weber Live. Nun zeige ich Ihnen einen Kurs, einen kostenlosen Kurs der Elliott Wave Theorie, die das Gesamte in sehr komprimierter Form mit Konzentration auf das Wesentliche darstellt. Ich möchte nicht, dass Sie oder ich Zeit verlieren. Hier geht es, wie Sie hier sehen, um. Formationen, Regeln und eigene Erfahrungen. Es wird auch einen ausführlichen Kurs geben, aber das ist eine richtige Ausbildung. Dieser Kurs soll aber dann hier für jeder Mann und jede Frau zugänglich sein. Und hier kann man auch als Nachschlagewerk dann später die Folien benutzen. Also lasst uns erstmal anfangen. Ich werde nicht den gesamten Text vorlesen, aber hier zunächst mal, wer war Ralph, N, Ralph Nelson Elliott und woher stammt diese, dieses Elliott-Wave-Prinzip? Also, der hat im Beginn um die Jahrhundertwende 1800, 1900 gelebt, von 1871 bis 1948. Der kommt aus wohlhabendem Hause, war Buchhalter und war von der Dautheorie und den Wellenbewegungen, die sich auch dort wiederfinden, sehr inspiriert und begeistert, hat dann aber die fraktale Struktur dieser Wellen oder dieser Muster entdeckt. Wenn Sie einen Brokkoli nehmen und daraus eine Rose abreißen, dann haben Sie in dem kleinen Teil die gleiche Struktur wie in dem gesamten Brokkoli. Und das ist das größte Verdienst, was Ralph. Nelson Elliot letzten Endes äh, erworben hat sich und was er uns weitergegeben hat. Er hat das auch später in einem Buch veröffentlicht und das hieß dann The Wave Principle. Das kam schon das erste Mal 1938 auf den Markt, fand keine so große Beachtung. Die wurde ihm erst dann später zuteil und man kann sagen heute rückblickend ist die Elliot Wave Theorie und das Elliot Wave Prinzip die einflussreichste Methode, die sich über alle Jahrzehnte bisher gehalten hat, mit dem größten Einfluss auf die Charttechnik. Allerdings kann nicht jeder Elder machen und das werden wir aber noch später mal besprechen. Denn dazu braucht es einfach auch die nötige Erfahrung und nicht nur die Regeln und die Formationen. Und die Gesetzmäßigkeiten, die sich daran verbergen, die sind die Basis dessen. Der Rest ist Erfahrung. Wir sprechen jetzt hier in diesem Kurs lediglich über die theoretische Basis, über die Grundlagen. Und die Ausbildung, die ich danach anbieten werde, mit einiger Verzögerung, die befasst sich dann mit dem praktischen Teil dieser ganzen Sache. Wir haben hier ganz grob gesagt, fünf Wellen. Wir sehen hier zum Beispiel eine Welle 1, eine Welle 2, in Rot hier eine Welle 3, eine Welle 4, eine Welle 5. Das ist ein Impuls. Und dieser Impuls, der geht immer in Richtung des Trends und wird unterbrochen von kleinen Bewegungen, die gegen den Trend arbeiten, aber nie den gesamten Trend aufheben, sondern nur einen Teil davon korrigieren, wie hier Welle 1 zu Ende. Welle 2 geht runter und macht einen Teil des Kursanstieges hier wieder wett. Wir haben also hier die Impulswelle, die erste, dann kommt eine Korrekturwelle, eine zweite Impulswelle, eine Korrekturwelle, eine dritte Impulswelle. Und anschließend, wenn diese große Fünfersequenz hier in Rot beendet worden ist, dann ist das wiederum eine große Welle. Eins und das ganze Spiel geht von vorne los, eine Zweifolge in Blau. Und auch innerhalb dieser roten Bewegung hier haben wir auch wieder diese fraktale Struktur der Märkte. Im Idealfall werden also diese kleineren Muster immer wieder identifizierbar sein. Das fängt natürlich irgendwo an im Monatschart, zieht sich über den Wochenschart, den Tagesschart, den vier-Stundenchart, den Stundenchart, aber man kann das Ganze letzten Endes auch noch im 30-Minuten-Chart machen, im 15-Minuten-Chart, im 5-Minuten-Chart, im 1-Minuten-Chart und auch im Tick-Chart nach unten hin im Bereich Tick-Chart oder 1-Minuten- oder 2-Minuten-Chart. Da kann es sein, dass diese Muster dann undeutlicher werden, verwischen sozusagen. Diese Wellen, die stehen in einem Verhältnis zueinander, zum Beispiel wenn wir eine Welle 1 haben, dann steht die Welle 2 in einem Verhältnis zu dieser Welle 1. Oder hier haben wir eine Welle 3. Die Welle 3 steht in einem Verhältnis und wird auch berechnet in Bezug auf die Welle 1 als Referenz. Beispiel, hier geht eine Welle 1 hoch und die Welle 2, die korrigiert in einem sogenannten Retracement. Das ist ein Fibonacci-Retracement und über Fibonacci sprechen wir gleich, deswegen gehe ich jetzt noch nicht darauf ein. Das ist eine, ein Retracement. Die Welle 3, die ja ausgedehnt ist, nennt sich daher im Englischen Extension und steht auch in einem prozentualen Verhältnis, einem Fibonacci-Verhältnis zur Welle 1. Ganz grundlegend, kann man sich natürlich diese Wellenstruktur zunutze machen. Nehmen wir das Beispiel mal aus der Mitte gegriffen. Wir haben jetzt einen Markt, der hat in etwa diese Struktur gemacht und wir konnten da hier diese Welle 1 identifizieren, weil da wir auch wieder fünf Glieder zählen konnten. Drei Impulswellen und zwei Korrekturwellen und haben hier einen Impuls beendet. Und dann machen wir uns die 1 da dran. Die Syntax, die besprechen wir später, wie wir die Wellen gerade... Mit welcher Syntax dann bezeichnen. Und dann haben wir gesehen, oh, hier kommt ein, ein, eine Korrektur, die geht aber nicht bis hier unten auf 0 zurück, sondern die bleibt hier irgendwo stehen. Das sind dann oft 61,8%. Ich erkläre das erst später bei den Fibonacci-Verhältnissen. Aber wir können sehen, das ist eine Welle, die kann man in fünf Teile teilen. Diese Welle konnte man in drei Teile teilen. Also gehen wir mal erstmal dann von der Hypothese aus bei unserer Analyse. Okay, das ist eine Welle 1 und das eine Welle 2. Und dann erwarten wir anschließend eine ausgedehntere Welle 3. Was bedeutet das für unser Trading? Wenn wir nun diese Fibonacci Retracements kennen, und wissen, okay, die Welle 2 sollte im Idealfall vielleicht 61,8 Prozent dieses Weges hier wieder korrigieren, dann können wir uns das ausrechnen. Chart-Tools bieten dazu Möglichkeiten, das zu tun. Zwischen 50 Prozent und 78 Prozent zum Beispiel könnte man jetzt sagen. Und dann kann man sagen, okay, dann lege ich mich hier auf die Lauer und warte, bis der Kurs in etwa in diese Richtung kommt. Ich kann zum Beispiel eine Limit Order eröffnen und sagen, okay, wenn die 61,8 erzielt werden, dann habe ich einen Kurs, der sich daraus ergibt und ich gebe eine Limit Order in den Markt und die besagt, wenn das erreicht wird, dann gehe auf steigende Kurse und ich setze eine Stop-Order, eine Limit Order hier unten, die greift, wenn wir zum Beispiel hier auf den Nullpunkt zurücklaufen sollten, denn dann. Kann das keine Welle 2 mehr sein, dann würde sich das ja zu einem Impuls ausweiten hier und länger sein als die Welle 1. In der Regel reicht es dann aber aus, den Stopp nicht ganz unten zu setzen, sondern ein bisschen höher bei ca. 90% dieses Rücklaufes hier unten. Und dann kann man das Ganze auf steigende Kurse handeln. Und dann schaut man sich wieder an. Entsteht hier eine 1, entsteht hier eine 2, kommt eine 3, eine 4, eine 5. Das ist nicht immer ganz leicht zu erkennen, aber Übung macht da den Meister. Aber alleine, wenn man jetzt nichts weiter wissen würde, außer das, hat man schon einen ganz großen, gewaltigen Vorteil gegenüber allen anderen Analysemethoden. Denn Elliot Wave hilft Ihnen, hilft dir, in dem Chart zu lesen. Und dein Auge wird mit ein wenig Übung diese Bewegungen wie in einem Bild erfassen und du siehst sofort die Struktur in diesem Markt. Du, hast, du kannst dich orientieren im Markt und das hilft dir ungemein dabei zu wissen, in welche Richtung das Ganze denn jetzt geht. Die meisten wissen ja noch nicht mal, in welche Richtung der Markt geht. Das ist schon mal eine, eine Information, die 50% Prozent, äh, deines Erfolges ausmacht. Wenn du dann auch noch ungefähr weißt, okay, wann, das heißt, erst muss die Welle 2 zu Ende sein, bevor die Welle 3 kommt, dann findest du einen besseren Einstieg. Und wenn du weißt, jetzt kommt eine Welle 3, dann weißt du, okay, wenn ich das handle, dann bekomme ich das größte Stück vom Kuchen. Da kommen wir später zu, denn die Welle 3 ist oft, meistens die längste Welle. Das muss sie nicht sein, aber sie darf nie die kürzeste sein. Deswegen nenne ich die Welle 3 immer das Filetstück. Hier an diesem Bild sehen wir jetzt noch sehr schön, dass ja hier dieser gesamte Impuls, der hier mit den roten Zahlen bezeichnet ist, hier oben wieder zusammenläuft. Wir haben hier einen Impuls gemacht und wenn diese 5 vorbei ist, machen wir hier eine 1 darüber eines übergeordneten Impulses und das Spiel beginnt von vorne. Hier Impuls, da Korrektur. So wie jede einzelne Welle, wie diese Welle 1 hier korrigiert wird auch diese gesamte große Welle 1 auch wieder korrigieren in dieser 2, die wieder in vielen Fällen 61,8 Prozent erreicht. Das heißt, jetzt wird die Sache schon spannender, denn wenn es mir gelingt, irgendwo einen größeren Bereich zu handeln mit mehr Punkten, dann kann ich damit auch mehr Geld verdienen. Es wird aber auch schwieriger, einen Stopp zu setzen. Aber alles das kommt im Praxisteil, beziehungsweise in der Ausbildung. Da die Arbeitssprache eine Börse Englisch ist, habe ich euch hier die, äh, die, die Bezeichnungen der Zyklen, die es gibt, ähm, auf Englisch mitgebracht. Der größte Zyklus, der geht über Generationen hinweg, ist der Grand Super Cycle und das ist die Syntax, wie ich sie verwende. Dann gibt es den Super Cycle, der so aussieht, so sieht er aus bei den Impulsen und so sieht er aus bei den Korrekturen und das ist noch eine besondere Form der Korrekturen, die wir aber später erst im Kurs besprechen werden. Ein Cycle, ein Primary, ein Intermediate, ein Minor, ein Minute, ein Minuet und ein Subminute. Jetzt bin ich hier etwas verrutscht. Da kommen wir aber dann später nochmal zu. da bin ich wieder. Und immer eine Gruppe von fünf Impuls, äh, von einem Impuls mit fünf Zahlen. Hier in mal römisch, mal in Klammern, mal in Doppelklammern, mal in arabischen Schriftzeichen und so weiter und so weiter. Und jetzt ein kleiner Exkurs. Das basiert aber jetzt nicht auf den Regeln, die Ralph Nelson Elliott aufgestellt hat oder jemand anders, sondern die basieren auf eigenen. Erfahrungen und das möchte ich hier kurz als Einschub bringen. Wir haben mittlerweile eine große Entwicklung im Bereich der Computertechnologie gemacht und gerade jetzt zu der Zeit, wo ich diesen Kurs hier einspreche, ist das Thema AI der neue Superhype. Ja, wenn ein Unternehmen seine Quartalszahlen veröffentlicht und nur oft genug das Wort AI oder KI in den Mund nimmt, dann kann man den Aktienkurs steigen sehen 10 20 30 nur weil alles momentan auf AI ausgerichtet ist. Das ist also der neue Hype. Sowas hat natürlich generell hat der Algorithmusgestützte Handel einen Einfluss auf den äh, auf die Elliott Wave Analyse. Denn die Elliot Wave, das Elliott Wave Prinzip basiert auf der Massenpsychologie der Menschen, die an den Börsen handeln. Da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Wenn aber diese Emotionen gar nicht mehr zutage treten, sondern durch Computer sozusagen kalt, ähm, einfach mit anhand von Formeln, die dahinter stehen, nur noch gehandelt werden, dann ergibt sich hier ein anderes Bild. Also, wir haben jetzt heute ein anderes Handelsumfeld, als wir es zum Beispiel noch in den 1930er Jahren hatte, hatten, zur Zeit von Eliot selbst, als er noch lebte. Und ursprünglich, und das steht hier unten, haben wir folgenden Unterschied. Ähm, Im Vergleich zu den 1930er Jahren, da ging es eigentlich immer nur um den Aktienmarkt, zum Beispiel den Dow Jones. Das war damals hier weit verbreitet. Und heute haben wir vier große Marktklassen. Hier gibt es einen Schreibfehler drin. Es gibt Aktienmarkt, es gibt den Devisenmarkt, es gibt den Rohstoffmarkt und es gibt den Anleihemarkt. Und die Elliott Wave Theorie selber, die basierte aber ursprünglich aus der Beobachtung des Aktienmarktes und wurde abgeleitet von der Dow Theorie damals. So, aber wenn wir heute zum Beispiel den Forex Markt anschauen, dann ist der sehr stark schwankend. Früher die Aktienmärkte, die haben sich dort gemächlicher bewegt. Und jetzt kommt etwas, was mir aufgefallen ist, und das lese ich sogar vor. Bei den heutigen Marktbewegungen kommt es immer noch zu diesen fünf Wellenmustern, die wir eben besprochen haben. Aber meine Beobachtungen, die deuten darauf hin, dass drei Wellenstrukturen zunehmend häufiger auftreten als oder im Gegenzug, im Gegensatz zu den fünf Wellenbewegungen. Es kommt sehr, sehr häufig mittlerweile vor, dass ich auf komplexe Dreierwellenstrukturen stoße, die, wenn ich mir alte Charts angucke, in dieser Häufigkeit nicht finde. Ja, das sind dann sogenannte Double Threes, Triple Threes, auch die besprechen wir noch in diesem Kurs, ähm, diagonale und so weiter. Und dazu, da, also das ist eine Entwicklung, die sich so abgezeichnet hat und die sich beschleunigt. Und ähm, das möchte ich Ihnen nur mit auf den Weg geben, dass manchmal es sehr schwierig ist, in einem Markt, in einem Impuls ein fünfwidriges oder ein fünfwelliges Muster zu erkennen. Ähm, das werden wir dann vertieft noch lernen und auch üben in dem richtigen und auch in Zukunft kostenpflichtigen Kurs der Ausbildung. Denn da kommt es dann darauf an, diese Muster wirklich richtig zu identifizieren. Also am Ende, hier jetzt nur zusammenfassend, ist es wichtig, dass man nicht versucht, immer alles unbedingt in fünf Wellen hineinzuzwängen, wenn man einen Trend finden möchte. Denn es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu zählen. Und die werden die Leute, die dranbleiben, dann auch bei mir erlernen, diese Techniken. Dann kommen wir jetzt kurz zu dem Thema der Fibonacci-Zahlen. Wer war der Ursprung, der Gründer dieser Fibonacci-Zahlenfolge, die ich Ihnen gleich zeigen werde? Das war Leonardo Fibonacci da Pisa, und der, das war ein genialer Mann. Der, äh, das war ein Mathematiker, der am Königshof gearbeitet hat im 13. Jahrhundert bereits. Und im Jahre 1242 hat er bereits eine Abhandlung geschrieben mit dem Titel Liber Abacci. Damit hat er das Dezimalsystem eingeführt. Und ähm, als Grundlage davon ging seine Arbeit über das Studium der Pyramiden von Gizeh voraus. Und was ihn ber berühmt gemacht hat, war dann seine Fibonacci-Summenreihe oder Zahlenfolge. Und seit dem 13. Jahrhundert existiert die. Und die Folge ist ganz einfach, man fängt bei 0 an und alles, was jetzt kommt, wird mit, wird mit der vorherigen Zahl addiert. Es kommt eine 0 und dann eine 1. 1 plus 0 ist 1, 1 plus 1 ist 2, 2 plus 1 ist 3, 3 plus 2 ist 5, 5 plus 3 ist 8, 8 plus 5 ist 13 und das kann ich jetzt unendlich fortführen. Zum Beispiel habe ich dann 21 plus 13 sind 34, 34 und 21 sind 55, 55 und 34 sind 89. Und das geht dann immer so weiter. Und das Verhältnis dieser Zahlen zueinander, die, das ergibt den sogenannten goldenen Schnitt. Das ist das Verhältnis 1,618. Das ist sozusagen die heilige Zahl. Das heißt, wenn man jetzt hingeht eine Fibonacci-Zahl durch eine andere vorherige Fibonacci-Zahl in der Reihe dividiert, zum Beispiel 89 durch 55, dann ergibt das 1,6818. Hier habe ich euch eine Tabelle mitgebracht. Hier oben haben wir den Zähler 1, 2, 3, 5, 8, das sind Fibonacci-Zahlen und hier habe ich den Nenner, durch den dividiert wird auch die gleichen Fibonacci-Zahlen. Und hier seht ihr die schrägen Pfeile nach rechts. Das heißt, je höher ich in diesen Zahlen gehe und zum Beispiel eine 144 teile durch eine 89, komme ich, wenn ich jetzt 144 durch 89, also das ist die, die links daneben stehende Fibonacci-Zahl, die vor der 144 kommt, je näher komme ich dieser goldenen Zahl dem goldenen Schnitt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier anfange mit einer 3, und, möchte die 3 durch die, und teile die 3 durch die 2, dann bin ich noch bei 1,5. Hier bin ich jetzt, jetzt gehe ich diagonal weiter, bei 5 durch 3 bin ich schon bei 1,66. Bei 8 durch 5 bin ich bei 1,60 schon. Ich komme jetzt schon eher in die Richtung 1,1. Bei 13 durch 8 bin ich bei 1,62. 21 durch 13 bin ich bei 1,615. Dann geht das immer so weiter, so weiter, so weiter. Hier habe ich jetzt schon bei 89 durch 55 die 1,6181. Das heißt, je weiter ich das treibe, je näher komme ich der sogenannten perfekten Zahl. Und dann noch ein paar äh, Informationen dazu. Es gibt zum Beispiel dieses 0,618 Verhältnis. Das heißt, man kann hier verschiedene, verschiedene Verhältniszahlen ableiten. Wenn ich eine beliebige Fibonacci-Zahl nehme, nehmen wir mal die 21, und, und die dividiere ich jetzt durch eine Fibonacci-Zahl, die dieser folgt. Also ich rechne 21 durch 34, dann kommt da diese 0,618 dabei heraus. Wenn ich auf der anderen Seite diese 21 wieder nehme und nicht durch die folgende Zahl, sondern durch die links daneben stehende Fibonacci-Zahl teile, dann kommt der goldene Schnitt dabei raus. Das ist die 0, äh, Entschuldigung, nicht die 0, sondern die 1,618 hier unten zu sehen. Und dann gibt es noch das Verhältnis 0,382. Das ist ein 38,2er Retracement, wie man so schön sagt, ähm, bei der Elliott 12 Theorie. Und das ist, wenn ich jetzt eine zum Beispiel 21 wieder nehme und die dividiere ich durch eine Fibonacci-Zahl, die zwei Stellen weiter rechts steht. Eine 21 durch 55. Dann erhalte ich das Verhältnis 0,382. Und nun kann man die Beobachtung machen, dass, wir hatten ja eben über die Welle 1, eine Impulswelle gesprochen und dann eine darauf folgende Welle 2, eine Korrekturwelle, die nicht den ganzen Weg der Welle 1 zurückläuft, sondern nur einen Teil. Da hatten wir von einem Retracement gesprochen. Jetzt kann man an den Achsenmärkten in der Praxis feststellen, dass Korrekturwellen oft meistens innerhalb gewisser sogenannter Fibonacci-Retracements zurücklaufen. Also das heißt, die Retracements, die gelten für die Marktkorrektur und umgekehrt die sogenannten Extensions, das sind die Ausdehnungen, nicht die Rückläufe, sondern die Ausdehnungen der Impulswellen, wie zum Beispiel der Welle 3 und der Welle 5. Und man stellt dann immer wieder fest, dass im Bereich dieser Fibonacci-Zahlen, die man hier errechnen kann, dann ein Retracement immer im Bereich gewisser Retracements stattfindet und dort dann wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche sich befinden. Und dann kann man sozusagen erstmal die Hypothese aufstellen, dass wenn der Markt nun auf dem Kursniveau eines solchen 61,8 Retracements, als Beispiel Grafisch ich das mal raus, jetzt äh, runtergelaufen ist, dass wir dann hier jetzt einen Wechsel der Richtung haben werden. Das funktioniert natürlich nicht in allen Fällen, es gibt keine sichere Methode, aber wir erhöhen damit exponentiell die Erfolgsrate unserer Trades. Das wird auch eingesetzt von ähm, Markt, äh, von Charttechnikern, die nicht die Elliott Wellentheorie mache, aber die Elliott Wellentheorie, die hat es erstmal überhaupt in die Welt gebracht, dass das überhaupt so funktioniert. Es war schon immer Bestandteil der Elliott Wellentheorie, die Fibonacci-Verhältnisse zu berücksichtigen, und das haben wir ja Ralph Nelson Elliott zu verdanken. Und heute auch die Leute, die nichts mit der Elliott Wellentheorie und dem Prinzip zu tun haben, benutzen die Retracements und die Extensions als tägliches Charting. Werkzeug. Ganz normal. Und dann haben wir neben den Retracements hier dann eben auch hier noch die Erweiterungen. Das heißt, die passieren dann die Extensions, die passieren die Ausdehnungen in den Impulswellen. Eine Welle 3 zum Beispiel, die kann 123,6 machen, die kann 161,8 Prozent machen, die macht aber auch gerne 261. Und selbst 423 Prozent kann sie machen. Das bedeutet, die Welle 3 hat eine Ausdehnung, die von der Strecke her 423,6 Prozent der Voraus- oder der Vorletzte oder der, der letzten Impulse der Welle 1 ist. Die bezieht sich immer auf die, auf die Welle 1 in diesem Fall. Das heißt, bei einer Extension, wenn man jetzt das Retracement genutzt hat, um nachdem eine Welle 2 zum Ende kommt, bei 61,8% in den Markt einzusteigen, zum Beispiel auf steigende Kurse, dann kann man wiederum die Extension dazu benutzen, um auszurechnen, wo könnte denn jetzt mein Take Profit liegen. Dann kann man ja sagen, okay, ich bin mal ganz konservativ und gehe davon aus, die Welle 3 macht 100% der Strecke der Welle 1. Und dann kann ich das einzeichnen mein meinen Chart. Und dann kann ich sagen, okay, nein, ich gehe eher von 161,8% aus. Und dann kann ich mir das einzeichnen und gehe dann raus. Das heißt, Einstieg festlegen in der Korrektur, Ausstieg über das Retracement, Ausstieg festlegen hier über die Extension. Und dann sehen wir hier ein paar Beispiele. Die Welle 2, die wir eben gesehen haben, die beträgt Typischerweise zwischen 50%, 61,8, 76 oder 85% von Welle 1. Die Welle 3 macht typischerweise 161,8% von Welle 1 aus, aber nicht zwingend. Die anderen Retracements, die rangieren dann an Platz 2 und 3 und so weiter. 161,8% ist halt lediglich das, die auffälligste Extension. Die Welle 4 im Gegensatz zur Welle 1 ist in der Regel kürzer. Die fängt nicht mit, die macht nicht unbedingt 50% wie die Welle 2, die fängt an mit 14,6% der von der Welle 3 oder 23,6 oder 38,2. Und bei der Welle 5 ist das typischerweise umgekehrt. Sie ist also circa 1,236 bis 1,618 von Welle 4 oder gleich der Welle 1 oder ist 61,8% von Welle 1 plus 3. Da gibt es verschiedene Methoden, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehe. Und ihr könnt jetzt diese Retracements und die Extensions verwenden, um voraussichtliche Umkehrpunkte oder auch Zielbereiche schon zu berechnen, bevor der Markt dorthin gelaufen ist. Die meisten Analysetechniken sind äh, nachlaufende Techniken, die ähm, dem Markt hinterherlaufen. Aber die Elliott-Wellen-Technik, die hilft auch schon, die Kurse in die Zukunft zu projizieren, die Entwicklung in die Zukunft zu projizieren und damit festzulegen, wo der Markt denn hingehen wird. Das ist ein ganz großer Unterschied zu den meisten anderen Analysemethoden. Wenn wir uns jetzt diese Impulsbewegung anschauen, dann können wir gewisse Regeln ableiten. Die habe ich jetzt auf dieser Seite mal komprimiert zusammengefasst. Dieser gesamte Weg hier ist eine Impulsbewegung. Man kann auch sagen Impulswelle, aber ich sage lieber Impulsbewegung. Weil eine Impulswelle impliziert immer, dass wir immer fünf Wellen haben. Und ich habe schon mal eben vorangestellt, dass meine Beobachtung darin besteht, dass wir hier auch andere Muster kriegen können, die ich jetzt hier nicht tiefer behandeln kann, weil der Kurs sonst würde, der würde sonst aus den Nähten platzen. Das heißt, wir haben eine gesamte Impulsbewegung, die unterteilt sich dann, hier oben wäre dann wieder eine 1 zu Ende, die unterteilt sich dann in diese 1, 2, 3, 4, 5. Und jede dieser Wellen unterteilt sich wieder in eine 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Also generell sagen wir jetzt erstmal rund raus, es unterteilt sich eine Impulswelle immer in fünf Unterwellen. Ja, hier ist eine zu Ende, die hat fünf Wellen und so weiter, was ich gerade schon erwähnt habe. Die Welle 1, 3 und 5 sind dabei die Impulse. Die 1 ist ein Impuls, die 3 ist ein Impuls und die 5 ist ein Impuls. Und dann haben wir hier die Unterteilung, das ist dann hier zum Beispiel ein Wellengrad hier in dir grün in Klammern und dann folgt der übergeordnete Wellengrad, ja? So, das wäre jetzt der Minutengrad, der dann letzten Endes dann in einen größeren Grad aufgeht. Die erste Regel ist schon mal die die Welle 2, die kann nicht mehr als an den Beginn der Welle 1 zurückgehen. Das heißt hier unten ist unser Nullpunkt sozusagen die darf 99,9% machen, aber nicht mehr. Ähm, natürlich ist schon 99% schon sehr viel. Das heißt, dann wird eine Welle 2 auch schon zunehmend unwahrscheinlicher, aber sie kann das durchaus machen. Dann haben wir eine Regel, aber auch da gibt es Ausnahmen, das muss man wohl dazu sagen, dass die Welle 4, die hier zum Beispiel, nicht mehr so tief runterkommt, dass sie hier in dieses Territorium der Welle 1 eindringt, sie überschneidet sich nicht. Es gibt, dass die Ausnahme der Diagonale, da muss sie das sogar, aber die haben eine andere Wellenstruktur dann. Ja? Wenn wir es mit Fünferwellen zu tun haben, mit sauberen Fünfer- und Dreier-Korrekturen, dann passiert es nicht, dass die Welle 4 sich mit der Welle 1 überlappt. Und die Welle 5 endet mit einer Impulsdivergenz. Das heißt, hier kann man, wenn man sich die Divergenz anguckt, schon sehen, dass der Markt hier entsprechend, dass eben hier oben die Puste ausgeht. Man nimmt gerne Divergenz, um das Ende eines, eines äh, Trends zu ermitteln. Und dann haben wir hier nochmal die Verhältnisse. Die haben wir aber eben schon kurz besprochen. Die Welle 2 beträgt zwischen 50 und 85 Prozent. Die Welle 3 ist zwischen 161,8% extendiert, 200 zu 61 oder 323 äh, von Welle 1 und die wird dann unten an die 2 wieder dran gesetzt, das heißt, Sie nehmen die 161% hier, das ist die 100%, das ist 161%, wir setzen die hier unten an die 2 dran und ergibt dann eine 3. Und dann die Welle 4, die retrayst oft zwischen 14,6%, 23,6% oder 38,2%. Mehr als 50% ist es in der Regel nur dann, wenn wir es mit einem Diagonal zu tun haben, was wir jetzt hier im Moment noch nicht behandeln, was aber später noch drankommen wird. Und jetzt gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, die Welle 5 zu messen. Also entweder, erstens kann die Welle 5 ein inverses. 123,6 bis hin zu 161,8 Retracement von Welle 4 sein. Oder die Welle 5 ist gleich der Welle 2. Oder die Welle 5 entspricht 61,8%, wenn wir die Welle 1 und die Welle 3 in ihrer Länge zusammenfassen würden. Wir nehmen die Welle 1, wir nehmen die Welle 3, müssen uns quasi die Welle 3 hier oben drauf gesetzt vorstellen. Und dann haben wir davon dann 61,8 Prozent. Das wäre die nächste Möglichkeit. Jetzt haben wir hier nochmal die Ausdehnungen von Impulswellen. Denn eine Impulswelle in einer solchen Bewegung ist in der Regel die längste. Impulse haben normalerweise eine Erweiterung. Das heißt, in einer kompletten Sequenz hier, das hier ist eine komplette Sequenz, da haben wir eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, da ist immer die Frage, welche ist jetzt da die extendierende? Im ersten Beispiel sehen wir die 1, die 2, da ist die 3 die, äh, die Ausdehnung in der Welle 1, Entschuldigung, da haben wir eine ausgedehnte Welle 1, in diesem Beispiel haben wir eine ausgedehnte Welle 3. Und in diesem Beispiel eine ausgedehnte Welle 5. Das sind also verlängerte Impulse mit übertriebenen Unterteilungen. Und die treten häufig in der dritten Welle im Aktien- und Devisenmarkt auf. Und bei Rohstoffmärkten, da entwickeln sich diese, X, diese Erweiterungen sehr gerne und üblicherweise in der fünften Welle. Und jetzt haben wir diese Besonderheit, von der ich eben sprach, ähm, was ein Diagonal angeht. Das ist eine besondere Form einer Impulsbewegung, einer Impulswelle. Hier sehen wir jetzt mal Folgendes. Wir haben hier eine Welle 1, die 2, die 3, die 4, die 5. Das hier sieht alles ganz normal aus, aber wenn wir in die Welle 1 reinschauen, dann sehen wir hier eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 und eine 5, soweit so gut. Aber jetzt erkennen wir auch, dass diese Welle 4 hier gerade soeben in die Welle 1 hineinragt. Das kann man hier nicht besonders gut erkennen, aber das tut sie. Und dadurch, durch dieses Bild ergibt sich dann so, wenn man jetzt hier die Linien anlegt außen, dann ergibt sich dadurch ein diagonal, ein zulaufendes Dreieck sozusagen. Und ähm, man kann man also sehen, dass in der Bälle 1 hier ein sogenanntes Diagonal erschienen ist. Jetzt gibt es Leading Diagonale und Ending Diagonale. Da gehen wir jetzt noch drauf ein. In der Abbildung hier, 4a, da ist diese Diagonale in der Bälle 1 in diesem Impuls zu sehen. Und hier sehen wir jetzt das gleiche, aber in, einem, in einer... ABC Welle auch Korrektur oder Zigzag genannt. In der Welle A da können die auch vorkommen. Das sehen wir also schon mal, das können wir festhalten, ein leading diagonal. Man könnte sagen, ein führendes diagonal. Die Esitzbrücke ist führend leading heißt immer am Anfang, also in der Welle 1 oder in einer Welle A. Ein ending diagonal, also am Ende oder ein Beendendes auf Deutsch übersetzt, wie auch immer man das nennen mag, entsteht im Gegensatz dazu in einer Welle 5 oder in einer Welle C. Das unterscheidet die beiden. Und diese Leading-Diagonale, ich nenne die auch schon mal führende Diagonale, das ist jetzt einfach eine wörtliche Übersetzung von Leading, die werden üblicherweise durch Überlappung von Welle 1 und 4 gekennzeichnet und zeigen dann diese Keilform auf, die ich gerade schon gezeigt habe. Ähm, die Überlappung zwischen Welle 1 und Welle 4 ist nicht zwingend eine Bedingung, aber sie kommt oft vor. Aber ähm, wie gesagt, die Regel besagt nicht, dass die Welle 4 unbedingt überlappen muss. In der Regel tut sie das aber oder kommt nah dran oder endet genau auf dem gleichen Niveau wo, wie die Welle 1 hier oben. So. Dann haben wir hier letzten Endes hier eine 5, 3, 5, 3, 5. Und das ist das, was wir hier sehen. Aber ein solches Diagonal kann, und das ist wieder ein Sonderfall, kann auch 3, 3, 3, 3, 3 als Struktur haben. Das bedeutet, obwohl diese 1 hier und diese 3 und diese kleine 5 eine Impulswelle sind, die normalerweise ja fünfwellig ist, kann die dadurch auch dreiwellig werden. Drei Wellen, drei Wellen, drei, drei, drei. Auch das ist möglich. Und wir haben im Prinzip das gleiche Phänomen im Ending-Diagonal. Und wie ich eben schon sagte, der Unterschied ist der, dass ein leading diagonal in einer Welle 1 oder in einer Welle a auftritt. Hier eine 1, hier eine Welle a. Und ein Ending-Diagonal in einer Welle 5 oder in einer Welle C auftritt. Hier zeige ich euch mal auch hinter diesen Wellen die sogenannte Massenpsychologie ein wenig auf. Wir haben eine Welle 1. Und hier zeige ich jetzt mal auf die Besonderheiten einer Welle 1 und einer Welle 2. In der eldert wellen theorie ist die erste Welle am Beginn die 1 selten offensichtlich. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt hier einen längeren Abschwung gehabt. Unten haben wir ein Tief gemacht hier unten. Und plötzlich kommt, zeichnet der Chart hier so einen ersten Strich nach oben. An diesem Punkt bemerkt so gut wie niemand, dass wir es hier mit der Welle 1, das heißt mit der ersten Impulsbewegung innerhalb einer Fünfersequenz zu tun haben das ist das ganz frühe Stadium, wenn der Markt einen Impuls ausarbeitet. Und wenn die erste Welle eines neuen Bullenmarktes beginnt, dann geht das oft einher damit, dass die fundamentalen Nachrichten immer noch durchgängig negativ sind. Das heißt, vorher kam der Markt runter und alle sind negativ drauf. Und wenn die ersten, die frühen Vögel sozusagen den Wurm fangen und hier schon merken, dass hier was nach oben geht, dann ist die große Masse immer noch negativ. Das heißt, die, die verschlafen das sozusagen hier diese Welle 1. Der vorherige Trend, der wird immer noch als in Kraft angesehen und man sieht in dem Moment die Welle, die jetzt hier hoch geht, gerade nur als eine kurze Korrektur, dessen, was vorher nach unten gegangen ist und erkennt nicht, dass es sich hier bereits um die Ausbildung eines neuen Impulses handelt. Und in der Fundament die Fundamentalanalysten, die korrigieren jetzt noch ihre Gewinnschätzungen nach unten. Die Wirtschaft, die sieht nicht gut aus und so weiter. Bei den Stimmungsumfragen ähm, da gibt es auch negative Äußerungen. Man erwartet also äh, Rezession, Rückläufigkeit und so weiter und so weiter. Ähm, dann werden sehr viele Verkaufsoptionen, äh, kann man dann sehen, die werden dann eröffnet. Die Volatilität, die Volatilität ist hoch und das Volumen bei steigenden Kursen, wie hier jetzt in der 1, kann zwar etwas zunehmen, aber das ist dann noch nicht so stark, das Volumen, dass äh, die Leute ähm, das jetzt Alarmiert und aufweckt. Das ist so der Charakter einer Welle 1. Also, das ist ein Sleeper, eine unterschätzte Welle bei den meisten. Ja, und was passiert jetzt in der Welle 2? Jetzt geht es ja wieder runter und die Pessimisten fühlen sich jetzt auch bestätigt. So nach dem Motto: Siehst du, das hier, das ist kein Aufstieg, die Nachrichten sind immer noch schlecht und so weiter. Und man findet sich hier jetzt quasi bestätigt, dass alles schlecht ist. Und die meisten machen einen gewaltigen Fehler, der Kurs geht runter und die steigen dann schon wieder auf fallende Kurse ein und erwarten, dass diese Welle hier unter den Anfang dieser drunter geht. Aber man muss antizyklisch handeln, denn in dem Moment, wo diese Welle runter geht, setze ich meinen Stopp da unten und handle nach oben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist nämlich dann wesentlich größer. Aber die meisten, die machen es genau falsch herum und verlieren andauernd Geld, immer zum falschen Zeitpunkt auf der falschen Seite der Marktbewegung. Das kommt sehr häufig vor. Also hier sind die Nachrichten immer noch schlecht und wenn die Kurse den vorherigen Tiefstand erreicht haben, dann steigt die Stimmung schnell wieder. Das heißt, wenn es dann wieder hoch geht, dann fängt an die Stimmung erst wieder besser zu werden aber wenn das Ding erstmal runterkommt dann werden diejenigen die schon pessimistisch waren bestärkt in ihrem Meinung, siehst du sagen die dann wir sind immer noch im bärenmarkt drin hier tut sich gar nichts es geht doch wieder runter ja aber es gibt für diejenigen die dann genauer drauf schauen schon die positiven zeichen zu sehen ich mache mich immer auf der suche auf die suche nach der welle 2 um das filetstück die welle 3 mitzunehmen das Volumen hier in der Welle 2 ist meistens deutlich geringer als bei der ersten Welle. Und meistens, das ist aber nicht generell so, geht die Welle hier, die Welle 2, bis zu 61,8 Prozent. Ja? Aber es dürfen auch 78 oder 88 werden. Aber statistisch betrachtet ist die 61,8 Prozent ideal, um einzusteigen. Und dann. Haben wir jetzt hier innerhalb dieser Welle 2 dann eine Dreierstruktur? Hier, kommt, hier haben wir eine 1, 2, 3, 4, 5 in der 1 und in dieser 2 eine 1, opla, jetzt habe ich das kleiner gemacht hier gerade, eine 1, 2 und 3. Und das hilft dann auch, das Ganze zu erkennen. Wenn wir jetzt hier im Markt irgendwo in der Mitte der 2 sind und wir sehen hier innerhalb dieser Bewegung, können wir intern eine 1, 2, 3, 4, 5 ausmachen und wir haben hier schon eine. A eine B gemacht, dann kann man jetzt schon mutmaßen, dass danach noch eine dritte Welle kommt und keine Fünferwelle kommt. Und ähm, wobei diese Welle C, die runtergeht, intern auch wieder eine fünfgliedrige Welle sein wird, aber dazu müssen wir später dann kommen. Ja, aber wir müssen einfach die Fünferstruktur und die Dreierstruktur erkennen und dann wissen wir, ah, das ist eine Welle 2. Positionieren uns dann bei 61,8 Prozent, gehen dort dann Long In diesem Fall bei einem Bärenmarkt ist das genau umgekehrt. Und hier, wenn wir dann wieder hochgehen, wenn wir das Tief überwunden haben, dann haben wir eine Welle 3 im Anfangsstadium. Und bei der dritten Welle ist es so, und marktpsychologisch passiert bei der Welle 3, was ganz interessant ist. Wir gehen das mal hier wirklich im Text durch. In der in der Wellentheorie ist die dritte Welle in der Regel die größte und stärkste Welle. Und hier erklärt sich auch, warum das so ist. In einem Trend, also klar, eine dritte Welle ist immer eine Trendwelle und nie gegen den Trend. Ähm, allerdings ähm, ist sie meistens die stärkste Welle, aber wie ich eben schon angedeutet habe, ähm, es gibt äh, Auswertungen, die zeigen, dass statistisch betrachtet, in den Rohstoffmärkten die Welle 5 oft die längste ist. Da gibt es durchaus Unterschiede. Jetzt bei der dritten Welle sind wir. Die Nachrichten sind jetzt positiver oder positiv. Und auch die Fundamentalanalysten, die beginnen jetzt langsam ihre Gewinnschätzungen zu erhöhen. Das ist in der frühen Phase schon hier langsam der Fall. Dann hier in diesem Bereich so. Und dann passiert gleich noch was ganz Interessantes. Die Preise steigen jetzt sehr schnell an. Und die Korrekturen dazwischen, die sind sehr kurz und schnell und klein. Die kann man gar nicht so gut ermitteln, wenn man das nicht kennt. Und wer dann auf einen Pullback wartet nach unten, ähm, der wird dann den Anschluss verpassen und meistens enttäuscht werden. Und zu Beginn der dritten Welle sind die Nachrichten wahrscheinlich immer noch relativ verhalten. Das hat sich also noch nicht überall durchgesetzt. Vor allen Dingen wird ja auch viel Meinungsmache gemacht von den Big Boys, die dann immer behaupten, alles ist schlecht und die werden dann in der Zeit schon ähm, einen guten Einstieg finden dadurch und gehen schon auf steigende Kurse. Das heißt, dieses massenpsychologische Verhalten wird ja auch gerne von den Marktbewegern ausgenutzt. Aber in der Mitte der dritten Welle, da schließt sich dann langsam die Masse, das sind wir jetzt hier, dieser Bewegung an. Dem Aufwärtstrend sozusagen und die dritte Welle verlängert sich dann im Verhältnis von oft 1,618 im Verhältnis zur Welle 2. Die Rallye der Welle 3, die gewinnt jetzt hier an Fahrt und nimmt das Hoch der Welle 1 raus. Hier. Dort haben die Leute ihre Stops gesetzt. Hier werden jetzt die ganzen Stops abkassiert. Die werden rausgenommen, diese Stops, und die fliegen alle, die hier, die hier unten waren, die hier gehandelt haben, nach unten. Die fliegen da oben raus, weil die hier oben ihren Stopp meistens gesetzt haben. Und dadurch, dass die Stops rausgesetzt werden, das sind ja dann Kaufordern, entsteht oft ein Gap, weil wir jetzt plötzlich an diesem Punkt ein Überangebot, ein großes Angebot an Kaufordern ausgelöst sehen. Und dann entsteht gerne ein Gap, das offen gelassen wird, ein, ein Loch. Ja, weil der Markt, der hüpft dann quasi von einem Kurs auf diesen Kurs zum Beispiel. Und Gaps, wenn man die in seinen Charts angezeigt bekommt, die sind ein gutes Zeichen dafür, dass wir in einer laufenden Welle 3 sind. Und in dem Moment, wo das Hoch der Welle 1 überschritten worden ist, die Stops rausgenommen wurden und eventuell ein Gap entstanden ist, das muss es nicht, dann werden die Händler aufmerksam und schließen sich dem Ganzen an und gehen jetzt auch auf steigende Kurse, was erklärt, dass jetzt plötzlich noch mehr Dynamik aufgebaut wird und die Welle 3 noch stärker steigt, weil jetzt werden viele Positionen aufgebaut. Und deswegen macht die Welle 3 im Durchschnitt 1,618% der Welle 1, weil dieses massenpsychologische Verhalten einfach dazu führt, dass ab diesem Punkt die Welle 3 noch mal einen Push macht. Ja, wenn jetzt die Welle 3 so schön gestiegen ist, dann gibt es dann die ersten Leute irgendwann, die sagen, ey komm, jetzt nehme ich erstmal Gewinne mit und wir geraten hier wieder in eine Korrektur hinein. Die vierte Welle ist in der Regel eindeutig eine korrigierende Welle, die kann aber auch sehr kurz werden, ja, hier oben werden also heftige Gewinnmitnahmen gemacht. Das zeigt sich dann dadurch, dass sich die Welle 4 bildet und wenn die Welle 4 sich bildet, dann werden die Gewinnmitnahmen immer weniger und weniger und die Welle 4 wird in der Regel nicht so stark korrigieren wie die Welle 2, das ist zumindest statistisch signifikant so. So, deswegen bildet die Welle 4 oft und gerne 38,2 Rücklauf oder weniger. Das ist wichtig zu wissen. Das Volumen ist dann auch viel kleiner, als wir es hier in der Welle 3 noch vorher hatten. Und hier kann man dann wieder sich einkaufen, wenn man das erkennen kann, um die Welle 5 zu handeln. Denn diese Welle 4, die geht nicht in das Territorium der Welle 1. Und damit kann man hier seinen Stopp setzen und handelt dann die Welle 5, während der Rest jetzt quasi abwartet und nicht weiß, was er tun soll so also es ist manchmal aber schwierig ja weil diese Wellen vier die können sich ziehen wie Kaugummi die machen dann noch blöde Muster sind schwer zu erkennen zu lesen dann haben wir da plötzlich eine Dreiecke drin die man sieht das ganze kann dann zu einer seitwärtsphase führen im Markt also die sind lähmend und brauchen oft viel Geduld und dann haben wir die fünfte Welle und die fünfte Welle ist jetzt die letzte Etappe in Richtung des vorherrschenden Trends. Jetzt haben wir überall, fast überall, durchweg positive Nachrichten. Die Leute sind optimistisch. Aber das ist jetzt der Zeitpunkt, wo viele, die nicht so viel Erfahrung haben, dann noch sich dem Hype anschließen und in den Markt einsteigen. Nämlich ganz kurz vor dem Höchststand. Und das Volumen ist aber in der fünften Welle dann oft geringer als in der dritten Welle. Und dann fangen die Momentumindikatoren plötzlich an, ähm, Divergenzen zu zeigen. Also die Preise erreichen einen neuen Höchststand, aber die Indikatoren, die erreichen keinen neuen Höchststand mehr. Und dann ist Zeit, den Markt zu verlassen. Wir haben unser Geld verdient. Und am Ende eines großen Bullmarktes, jetzt hier im, am 31. Mai 2023, das ist heute, wo ich das hier einspreche, da haben wir wieder gerade so eine Situation. Momentan knallen die Märkte durch die Decke. Aber wir sehen jetzt auch schon langsam, dass die Indikatoren drehen. Ja, und hier. Ähm, ich habe es mal aufgeschrieben, dass am Ende eines großen Bullenmarktes, ich merke das auch immer, wie ich dann manchmal in den Kommentaren angegangen werde, da werden die Bären dann gerne belächelt, obwohl, äh, wenn man sich mal anschaut, wie es im Jahr 2000 gewesen ist, bei den Prognosen, bei dem Top, da sollte man sich da vielleicht eher dann zurückhalten und nicht kritisieren. Bei der Welle 5 ist es so, dass die nicht mehr diesen großen Hype und Enthusiasmus hat wie die Welle. Bei der Welle 5 ist es so, dass sie nicht mehr den großen Enthusiasmus hat wie bei der Welle 3. Ähm, der Anstieg der Welle 5 wird von einer kleinen Gruppe von Händlern verursacht. Die wissen, was sie tun. Und obwohl die Preise zwar ein neues Hoch machen, was meistens über das Ende der Welle 3 hinausgeht, verliert der Markt dort an Kraft und Stärke. Die Welle 5, die geht nicht mehr so hoch hinaus. Und daher ähm, geht der Trend jetzt an dieser Stelle allmählich in die letzte Phase. Jetzt haben wir die Besonderheiten bei den Korrekturen, denn die sind schwieriger zu erkennen. Ähm, in der Welle A eines Bärenmarktes, da sind die fundamentalen Nachrichten in der Regel noch positiv. Wir stellen uns also jetzt vor, wir haben jetzt eine Welle 1 gemacht. Oben an der Spitze der Welle 1 begreifen einige Leute, oh, es geht nach oben. Ja, also ähm, am Anfang der Welle 1 sind die Nachrichten schlecht, am Ende der Welle 1 werden die Nachrichten besser. Aber dann geht der, geht der Markt ja wieder runter. Und wir haben immer noch die guten Nachrichten und der Markt macht aber schon eine Korrektur in der Welle A nach unten. Und die meisten Analysten sehen den Rückgang als. Korrektur in einem noch aktiven Bullenmarkt. Und bei der Welle A haben wir ein relativ hohes Volumen und eine steigende Volatilität an den Optionsmärkten und möglicherweise haben wir auch ein hohes Open Interest an den Future-Märkten. Bei der Welle B geht das Ganze nochmal in die Gegenrichtung und Viele meinen jetzt, das würde wieder die Aufnahme des Trends sein, des Bullenmarktes. Wir sind jetzt hier also quasi in einem Bärenmarkt unterwegs. Ähm, aber es geht nur ein kleines Stück wieder nach oben. Die Welle B ist nur eine Korrektur. Und die Leute, die das als Bullenmarkt sehen, werden enttäuscht. Und auch das kann man wieder sehr gut auch berechnen. Und ähm, die Leute, die also hier in der technischen Analyse äh, etwas fit sind. Die können oft den Höchststand der Welle B als die rechte Schulter eines kopf schulter betrachten. Und das Volumen der Welle B, das ist in der Regel geringer als in der Welle A. Auch das ist noch ein Indikator, den man dazu nehmen kann. Und zu dem Zeitpunkt haben sich dann bereits die Fundamentaldaten wieder ähm, nicht verbessert. Aber sie sind noch nicht wirklich schlecht geworden. So, wir sind also jetzt hier in der Welle C dann. Und dann gehen die Preise wieder in einem Fünf-Wellen-Muster impulsiv nach unten. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht mehr nach oben, wir sind jetzt auf dem nach unten unterwegs. Ja, Und das Volumen nimmt in der C-Welle wieder zu, so wie das auch in der Welle A der Fall war. Und spätestens bei der dritten Welle wird jedem klar, also bei der C wird jedem klar, dass sich hier ein Bärenmarkt fest etabliert hat. Und die Welle C ist in der Regel mindestens so groß wie die Welle A und reicht oft bis zum 1,618-fachen der Welle A, quasi wie eine Welle 3. 100%, 161,8% sind da sehr häufig anzutreffen. Auch andere äh, Ausdehnungen sind da möglich. Jetzt kommen wir zu einer komplexen Geschichte. Das sind die Korrekturmuster, da gibt es sehr viele. Da haben wir hier zum Beispiel fünf Arten. Ein Zigzag, sec das hat eine 5-3-5-Struktur. Ein Flat, eine 3-3-5-Struktur. Ein Dreieck hat eine 3-3-3-3-3-Struktur. Dann ein Double-3, das ist quasi eine Kombination aus verschiedenen Korrekturmustern. Da kommen wir später zu. Und ein Triple-3, was nochmal eine komplexere Struktur hat, verschiedener Korrekturmuster. Wir fangen jetzt mal mit dem Zigzag sec einfach an. Also ganz grundsätzlich zu den Korrekturmustern. Das sind natürlich die Wellen, die sich gegen den Trend des höheren Grades jetzt bewegen. Und die Korrekturwellen im Vergleich zu den Impulsbewegungen sind wesentlich vielfältiger und oft auch komplexer und auch viel weniger gut und klar zu erkennen. Das kann echt schwierig sein, wenn man äh, also jetzt ein Korrekturmuster bevor es sich ausgebildet hat und abgeschlossen ist, zu identifizieren und richtig zu erkennen. Das ist also gar nicht so einfach. Ähm, wie ich aber schon vorher auch gesagt habe, können sich jetzt sowohl Trend als auch Gegentrend ähm, heutzutage bei den ganzen elektronischen Handelsmethoden und zwar besonders auf dem Devisenmarkt, in Form von Korrekturmustern entfalten, obwohl es Impulse sind. Ähm, das mag für manch einen, der an die althergebrachten Regeln von Eldertree festhält, äh, mutig klingen, aber es ist nun mal so. Ähm, aber es ist einfacher, weil Korrekturwellen sind immer dreigliedrig aber bei Impulswellen da habe ich ja schon die Einschränkung gemacht dass sie so oder so auftreten können so wir haben jetzt hier erstmal vor uns die einfachste form eines korrekturmusters das zigzag und das sind jetzt die regeln wir gehen jetzt immer einfach nur die regeln durch das ist hier diese a diese b und unten diese c das zigzag ist also eine korrigierende dreiwellenstruktur und hat die bezeichnung a B, C. Die Unterteilung der Wellen A und C beträgt fünf Wellen. Das heißt, die Welle A hat fünf Wellen, die B drei Wellen, die Welle C fünf Wellen. Also eine 5-3-5-Struktur. Und die Fibonacci-Verhältnisse dieser Wellen sind die folgenden. Die Welle B, die macht zum Beispiel bezogen auf die Welle A macht die 50% oder 61,8%, 76,4% oder 85,4% der Welle A. Die Welle C bezieht sich auch auf die Welle A, also beide beziehen sich immer auf die Welle A, die macht aber dann zwischen 61 und 123,6% der Welle A. Wenn aber die Welle C 161,8 von Welle A ist, dann kann die Welle C auch eine Welle 3 eines 5-Wellenimpulses sein. Und eine Möglichkeit zwischen ABC und Impuls zu unterscheiden ist, also ob der dritte Swing eine Extension hat oder nicht. Das heißt, in einer Welle 3, wenn wir da eine Extension haben, dann passiert so etwas. Die zweite Form äh, neben einem üblichen Zigzag ist, das sind die sogenannten Flats. Da gibt es verschiedene Flats. Äh, eigentlich in Wohnung, äh, das heißt übersetzt Wohnung oder Flach. Ja? Eine Flat-Korrektur ist eine drei wellen Die nennt sich aber auch hier ABC, wie wir es hier sehen. Und die Bezeichnung ist die gleiche wie bei dem six was wir eben gesehen haben, unterscheidet sich aber durch die Unterteilung der Welle A. In einem Flat hat die Welle A nämlich nur drei Wellen. Und in einem six hat die Welle A fünf Wellen. Das heißt, ein six hat eine 5-3-5-Struktur und ein Flat hat eine 3-3-5-Struktur. Und da gibt es dann wieder drei verschiedene Arten von Flats. Ihr seht also schon, das Ganze geht immer weiter. Es gibt regelmäßige Korrekturen, unregelmäßige oder auch äh, erweiterte Korrekturen und es gibt äh, laufende Flats. Ich habe jetzt die deutschen Begriffe genommen, ja. Also, wir fangen mal an mit einem Regular Flat, ein reguläres, ein regelmäßiges Flat. Das ist also eine korrigierende Bewegung in drei Wellen A, B, C. Die Welle A und die Welle B haben dabei jeweils drei Wellen und die Welle C hat fünf Wellen oder kann auch aus einem Diagonal bestehen. So, und diese Unterteilung der Welle A und der Welle B kann wiederum aus beliebigen anderen Korrekturmustern bestehen, wie hier in der Welle A haben wir hier, ich greife jetzt vor, ein Double Three, eine WXY, da kommen wir nachher noch zu. Und hier auch in der B. Die dann wiederum ein ABC-Muster 333 3 haben. Also, aber das ist jetzt vorgegriffen, da kommen wir später dazu. Nur, ihr sollt jetzt wissen, die Welle A und die Welle B darf dann ihrerseits, dürfen ihrerseits wieder beliebige andere Korrekturen in sich tragen. Das kann ein normales six 6 sein, eine ABC in der A, eine ABC in der B. Das kann aber auch ein Flat sein, ein Double-3, ein Triple-3 oder was auch immer. Die Welle B endet in der Nähe des Beginns der Welle A. Das heißt, die macht in der Regel 90% locker. Ja? Moment, da habe ich mich jetzt gerade hier vertippt, entschuldigung. Das heißt, hier soll die Welle B in der Nähe des Anfangs der Welle... 1 enden, wenn hier oben quasi die 1 gewesen ist, dann legt man hier eine Linie drüber und dann ist das in der Nähe. Also, das ist ein dehnbarer Begriff, aber in etwa so. Okay, das. Ähm, Entschuldigung, ich sage immer die Welle, 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 Welle 1. Ich meinte natürlich die Welle A. Entschuldigt diesen Versprecher. Das hier ist der Anfang der Welle A. Also, die geht in etwa 100% zurück, in der Regel 90%. Welle C endet im Allgemeinen hier bei einem Regular Flat etwas unterhalb von Welle A. Hier ist die Welle A zu Ende, die Welle C geht leicht darüber. Also sagen wir mal ungefähr 100% oder etwas mehr der Welle A. Und die Welle C muss eine Momentumdivergenz aufweisen. Daran erkennen wir, dass das hier zu Ende geht dann. Das kann man sich dann auch noch in seinem Chart einblenden und die Divergenz schauen. Die muss also letzten Endes schon auf das Ende dieser Bewegung hinweisen. Dann. Die Fibonacci-Beziehungen sind die folgende: Die Welle B macht ca. 90% der Welle A. Das ist nicht zu 100% den Stein gemeißelt, aber ist eine gute Faustregel. Die Welle C macht zwischen 81 und 123,6% der Welle A. B. So viel dazu. Dann haben wir ein Expanded Flat. Das ist eine Bewegung in drei Wellen, also A, B, C. Dabei hat die A drei Wellen, die B hat drei Wellen und die C hat drei Wellen. Also bis jetzt das gleiche wie bei dem Regular Flat, was wir gerade hatten. Und die Welle 5, also die Welle C hat 5 Wellen, Welle 3 und Welle A jeweils 3 Wellen. Und auch hier kann die Welle A und die B in jeder anderen korrigierenden Form auftreten, wie auch eben schon beschrieben beim Regular Flat. So, die Welle B endet jenseits des Anfangs der Welle A, also geht darüber hinaus. Das heißt, wenn ich jetzt schon erkenne, dass die Welle B über den Anfangspunkt der A hinausgeht, dann bekomme ich, wenn ich das richtig analysiere, einen Hinweis darauf, dass sich hier ein Expanded Flat entwickelt. Dann bekommen wir nämlich dann eine ausgedehnte Welle C. Wenn die B dann quasi überschießt, wie man so schön sagt, dann wird die C extendierend. Und endet deutlich unterhalb des Niveaus hier unten der Welle A bei einem Expended Flat. Okay? So, und die Momentumdivergenz haben wir auch in diesem Fall. Hier sind die Regeln folgende. Die Welle B sind rund Durchschnittswert 123,6% der Welle A und nicht 90% wie bei Regular Flat. Und die Welle C macht zwischen 123 und 161,8% der Welle A. A, b. das kann also ganz schön tief laufen dann dann haben wir ein sogenanntes running flat das ist auch eine korrigierende bewegung in form einer a b c aber da sieht das etwas anders aus aber was die gemeinsam haben ist auch hier die a hat drei wellen die b hat drei wellen immer dann wenn die a normale 5 Wellen hat, ist es ein ganz normales Six-Sack im Grunde genommen. Bei einem Flat haben wir immer eine dreigliedrige A. Und dann ist nur noch zu entscheiden, ist es ein Regular Flat, ein Expanded Flat oder ein Running Flat. Das erkennt man dann spätestens, wenn die Welle B sich bildet. Bleibt die unterhalb des Endes der Welle A, dann haben wir ein Regular Flat. Geht sie darüber hinaus bei 123,6%. Haben wir ein Expanded Flat, aber jetzt kommt noch die dritte Möglichkeit beim Running Flat dann. Aber auch hier kommen wir jetzt gleich darauf. Erstmal wichtig, dreiwellige A, dreiwellige B, fünfwellige C. Die A und die B darf wieder jede Art von Korrekturmuster annehmen. Das ist also ein Six-Second Flat, ein Double Three, ein Triple 3 und so weiter. So, die Welle B endet deutlich, deutlich jenseits. Des Anfangs, des Ausgangspunkts der Welle A, auch wie in einem erweiterten oder expanded Flat auch. Aber die Welle C liegt, legt nicht die gesamte Strecke hier zurück. Das ist also dadurch auch schwieriger zu erkennen. Ein Running Flat wird also kürzer sein. In dem Fall ähm, oberhalb des Endes dieser Welle. A. Und Momentum Divergenz haben wir dort auch. Und dann haben wir noch die Fibonacci Beziehung, die Welle B, die macht halt rund 123,6 Prozent der Welle A. Und in dem Fall macht die Welle C nur 61,8 Prozent der Welle AB, von A nach B. Okay? So viel zum Running Flat. Jetzt kommen weitere Sonderfälle. Das sind die Dreiecke, die Triangles. Ein Dreieck ist eine Seitwärtsbewegung. Und ähm, hier, so wie das Dreieck zuläuft, geht das mit, einer mit einem abnehmenden Volumen und einer abnehmenden Volatilität einher. Und ein, die Dreiecke haben fünf Seiten: eins, zwei, drei, vier und fünf. Und dadurch entstehen Dreierstrukturen, eine 3, 3, 3, 3, 3. Es gibt hier bei Eldorf Wave vier Arten von Dreiecken. Ein aufsteigendes, ein absteigendes, ein kontrahierendes und ein expandierendes. Und die habe ich jetzt hier alle in der Grafik dargestellt. Hier sehen wir erstmal hier oben ein steigendes Dreieck, hier ein fallendes Dreieck, hier ein. Kontrahierendes, also sich zusammenziehendes Dreieck. Das ist ein symmetrisches Dreieck. Ja. Und da unten dann ein expandierendes, ein, auch ein symmetrisches Dreieck, nur es geht nach außen auf statt zu. Und wir haben immer ABCDE. ABCDE, das haben wir in all diesen Dreiecken. Aber hier zum Beispiel, das ist aber ein, ein steigendes Dreieck. Sehen wir daran, dass das oben relativ flach ist. Das muss nicht exakt waagerecht sein, aber es ist flach. Und unten steigend. Das ist jetzt hier eine Möglichkeit. Ja. Oder wir haben hier bei einem fallenden Dreieck folgendes Bild. By the way, das hier ist ein Bullenmarkt. Und das ist ein Bärenmarkt. Links ist Bulle, steht hier oben, rechts ist Bärenmarkt. Sieht gleich aus, aber nur wir kommen dort von oben, hier kommen wir von unten. Bei einem fallenden Dreieck ist es nicht so, dass oben wir diese, diese, dieses gerade flache diese gerade flache Linie haben, sondern unten und oben haben wir unten flach oben fallend. Bei einem kontrahierenden oder symmetrischen Dreieck, das nennt sich symmetrisches Dreieck, da haben wir oben eine fallende Linie und eine unten steigende Linie. Das unterscheidet es von diesen flachen hier und diesem flachen dort. Daran erkennt man also quasi ein symmetrisches Dreieck in einem Bullemarkt und in einem Bärenmarkt. Und bei einem umgekehrt symmetrischen Dreieck, da haben wir oben steigend und unten unten fallen, auseinandergehend. Das sind die vier verschiedenen Arten von Dreiecken, die wir da haben. So, ähm, die Dreiecke treten normalerweise in der Welle B oder der Welle 4 auf. Das ist für euch noch wichtig zu wissen, die Welle B oder die Welle 4. Und die werden immer in Dreierwellen unterteilt. 3, 3, 3, 3, 3. Der RSI muss das Dreieck in jedem Zeitrahmen unterstützen. Und die Unterteilung dieser ABCDE, die wir hier sehen, in den Dreieck, das kann, die können bestehen aus einer ABC, aus einer WXY oder einem Flat. Jetzt kommt die Sonderform dieser WXY-Welle, eine sogenannte Double-3. Eine Double-3 ist eine seitwärts gerichtete Kombination, das sehen wir hier, WXY, die aus zwei ineinander verschachtelten Korrekturmustern besteht. Wir haben ja schon verschiedene Korrekturmuster uns angesehen, ein Zigzag, ein Flat, ein Dreieck und haben erwähnt, dass die auch verschiedene Korrekturen innerhalb der ABC-Muster haben können und dürfen. Und wenn man also zwei dieser Korrekturmuster miteinander kombinieren kann, dann erhalten wir eine sogenannte Double-3 oder auch in Deutsch eine doppelte 3. Dann haben wir hier die 3, WXY und innerhalb dieser 3 nochmal eine 3. Normalerweise bei einem ABC wäre ja die A5gliedrig, die, die, die B3gliedrig. Und die C fünfgliedrig. Aber hier in dem Fall ist es dann so, dass wir hier diese W besteht aus einer ABC, die X aus einer ABC und die Y auch aus einer ABC. Oder könnte sogar nochmal dann aus einer WXY bestehen. Auch das ist grundsätzlich möglich. Also die Unterteilung der Welle W und der Welle Y kann bestehen aus einem Six-Sack, aus einem Flat, aus einer Double-Three, aus ein ähm, oder aus einer ähm, aus einer Triple-Three sogar. Aber triple c Triple-Three besprechen wir gleich im Anschluss an die Double-Three, was das dann wiederum ist. Die Welle X kann eine beliebige Korre äh, korrigierende Struktur sein, das heißt hier die x, die kann alles Mögliche sein, was sie will. Hauptsache Korrekturmuster. Und das Ganze ist dann eine 7-Schwung-Korrektur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, hier haben wir jetzt zum Beispiel, ähm, in dem Beispiel haben wir hier eine wxy, die besteht hier auf der linken Seite aus einem Flat, abc als flat in dem Fall mit einer b, die höher ist und die c, die tiefer kommt hier irgendein abc any 3 das heißt also irgendeins und das hier die welle c die welle y entschuldigung die welle y natürlich die besteht aus einem normalen zigzag hier haben wir es so dass wir vorne auch ein flat haben in der welle w und haben hier am Ende aber dann ein Dreieck, ein Triangel. Ja? In der Welle Y zum Beispiel. Auch gerne genommen. Oder hier haben wir plötzlich die Situation, dass wir die W selber besteht ebenfalls wieder aus einer WXY. Und auch die Welle Y besteht also aus einem WXY. Haben wir also auch. Und da gibt es auch wieder gewisse Fibonacci-Relationen. Die Welle X, die hier. Die macht zwischen 50%, 61,8, 76,4 oder 85,4% der Welle W. Und die Welle Y macht zwischen 61 und 123,6% der Welle W. Die hier entspricht also zwischen 61,8% und 163,6% der Welle W. Und die Y. Kann 161% der W nicht überschreiten. Okay? Also, dieses Maß hier darf höchstens 161% von der Welle W sein. Das sind jetzt die Beispiele, die ich gerade gezeigt habe, mit unterschiedlichen Kombinationen. Dann gibt es aber auch noch ein Triple Three, ein dreifacher Dreier. Das ist auch eine seitwärts gerichtete Kombination aus drei Korrekturmustern. Und da haben wir hier zum Beispiel eine W, X, Y, X, Z. Hier auch. Und hier sehen wir auch wieder eine Welle W, eine X und eine Y. In diesem ersten Beispiel besteht die Welle W aus einem Flat, die Welle X aus irgendeinem hier in dem Fall einem Sig-Sig oder einem anderen Korrekturmuster. Dann kommt die Y, die besteht hier in dem Fall jetzt, das ist auch nur ein Beispiel, die kann andere sein, aus einer WXY, also einem Double-3. Dann haben wir wieder irgendeine ABC in der X und die Z besteht dann wiederum aus einem ABC. Und hier haben wir vorne in der W ein Double-3, wir haben hier in der Mitte ein Double-3 in der Welle Y. Und in der Z wieder ein double Sway. Alles das ist möglich. Und das kann man nur erkennen, ähm, wenn man sich dann den Verlauf des Charts genau ansieht und kann dann teilweise es sonst nicht anders rechnen. Also, wir gucken jetzt mal eben drauf, wie das ausschaut. Ähm, das ist eine Kombination von drei korrigierenden Strukturen, die als WXYXZ bezeichnet werden. Die Unterteilung in der Welle W, Y und der Welle Z kann Zickzack annehmen, kann flat sein, ein Double Three sein oder ein Triple Three sein. Welle X kann eine beliebige korrigierende Struktur annehmen und die Welle unter die WXYZ, also das Triple Three, ist generell eine Elf-Schwungstruktur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, genau. So, und jetzt die Fibonacci-Relationen, die sind ähnlich. Welle X zwischen 50% und 85%. Welle Z, das ist da unten die, die Z, 61,8% bis 123,6% der Welle W. Und die Y, WXY darf 161,8% der Welle W nicht überschreiten. Sonst könnte es sich hier um eine impulsive Dreierwelle handeln. Damit haben wir jetzt die, die Regeln erstmal dieses Kurses hier alle behandelt. Weiter gehen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Mit diesen Regeln und viel Übung und persönlicher Praxis können Sie, kannst du, schon sehr viel erreichen. In meinen täglich erscheinenden Analysen gehe ich deswegen auch immer ein wenig auf diese Muster ein. Und ich zeichne auch manche Muster ein und erkläre sie dann. Also die Praxis kommt dann mit der Zeit und in absehbarer Zeit werdet ihr das auch alles noch natürlich in einer richtigen Ausbildung, in einer professionellen Lernumgebung von mir bekommen. Die Vorbereitungen laufen aber dazu noch. Das hier hat jetzt auch eine Stunde 20 Minuten gedauert. Ich werde jetzt dieses Video in Kapitel unterteilen und dann könnt ihr euch dann oder dann könnt ihr immer dahin springen, wo ihr gerade hin wollt. Das dauert dann ein wenig, aber ihr könnt auf diese Weise sehr schön dann in die Kapitel springen. Und euch das nochmal ansehen und anhören. Und alles andere behandle ich dann in meinen täglich erscheinenden Videos, um das ein bisschen zu vertiefen mit euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, dann lasst ein Like da und einen lieben Kommentar. Und ich bin natürlich nicht perfekt in dem, was ich hier sage. Meine rhetorischen Fähigkeiten sind durchaus begrenzt. Ich hoffe, ihr konntet mich trotzdem verstehen und wisst das zu schätzen. Alles Liebe, der Frank Schuh von Elliot river live.